Spontandemonstration wurde telefonisch angemeldet bei der Telefonnummer 110. Bitte nicht anfassen, ich fasse Sie auch nicht an. Hier gibt es jetzt keine Versammlung mehr und auch keine Spontanversammlung mehr. Doch, du hast doch gar nicht. Ist vor 10 Minuten genehmigt worden. Entschuldigung, ist vor 10 Minuten genehmigt worden. Da können wir leider auch nichts verändern. Wir werden der Einsatzleiter. Werden Sie der Einsatzleiter? Werden Sie der Einsatzleiter? Werden Sie der Einsatzleiter? Wer trägt denn jetzt hier die Verantwortung für diesen Einsatz? Wer ist denn der Einsatzleiter? Ich glaube, es ist gerade berechtigt, dass wir uns einen beschweren, das weil denke ich aber auch. Vor 10 Minuten bestätigt worden ist. Wir haben diese Grundregelung gerade leider angemeldet. Die ist bestätigt worden auf seinen Namen und deswegen haben wir Recht darauf, da vorne zu stehen. Und wenn er fragt, wer der Einsatzleiter ist und uns gerade rein, obwohl wir nichts getan haben, ist es gerade legitim, würde ich mal behaupten, oder nicht? Das heißt, Sie sind jetzt der Einsatzleiter, der vorher nicht auffindbar war. Ist das korrekt? Der Einsatzleiter, der vorher nicht da war? Oder? Dankeschön. Bitteschön. Man geht eigentlich der Statuten nach, man ruft an, man meldet an und auf einmal kommt ein Trupp von Polizisten, prügelt einen und schlägt einen von der Straße runter, ohne erstmal nachzufragen, was überhaupt los ist. Dann gibt es minutenlang keinen Einsatzleiter für diesen Trupp, 52, 54. Das ist eine Frechheit, was hier passiert. Unverschämt, was für ein Polizeiapparat hier aufgefahren wird. Und nie will jemand Verantwortung übernehmen. Nie. Das Grundgesetz ist ja nicht mehr aktuell, oder? Das Grundrecht ist erledigt? Ist das Grundrecht erledigt? Ah ja, das ist interessant. Das Grundgesetz ist erledigt, oder? Das, ach so. Das Grundgesetz ist hier nicht, das Grundgesetz ist hier nicht mehr aktuell, oder? So, dann möchte ich gerne eine Spontandemonstration auf dieser Kreuzung anmelden. Doch, doch, möchte ich. Möchte ich aber. Möchte ich aber. Aufgrund meines, aufgrund des Grundgesetzes, aufgrund unserer Gewissen, auf unserer Grundgesetz. So bitter, so bitter ist das. Oh, da kommt ja ein Gegenwind. Den Wind kann man. Ich weiß überhaupt nicht, was sie von mir wollen. Ist alles gut. Da wird einfach der Wind genutzt und wird ein bisschen mitgelaufen. Ja, genau. Einfach mal ein bisschen in die Ecke drängen. Ganz ruhig sind Menschen. Ganz ruhig. Alle sind ruhig. Alle sind ruhig. Stopp! 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 Hallo! Ja, ist ja gut. Entschuldigung, ist ja gut.